direktem Befehl des Gründers ist nur dem mit einer Aufseherfreigabe der Zutritt gestattet. Aufseherfreigabe erteilt. Objektnummer SCP-006. Klassifizierung sicher. Sicherheitsmaßnahmen. Während die Natur von SCP-006 keine umfangreiche Eindämmung erfordert, ist ein bestimmtes Maß an Geheimhaltung hinsichtlich der Existenz und der Eigenschaften des Objekts aus offensichtlichen Gründen notwendig. Die folgenden Verfahren dienen nicht der Sicherheit des Personals, sondern sollen die Effekte von SCP-006 für Personal, das mit dem Objekt interagiert, verheimlichen oder verwehren. Erstens. Jegliches Personal, das mit SCP-006 auf physischem Wege interagiert, hat modifizierte Klasse W1 BNC-Anzüge zu tragen. Bevor diese ihre Arbeit ausführen, müssen sie in Material SCP-006-B oder SCP-006-C eingewiesen werden. Die SCP-006-A-Einweisung ist die korrekte und nur auf Gene mit O5-Freigabe beschränkt. Um sicherzustellen, dass das Personal alle Anzüge korrekt angelegt haben, muss es in einem Wasserbecken untergetaucht werden. Jegliche gesicherten Luftblasen deuten auf einen Leck im Anzug hin. Zweitens. Jegliche Prozeduren mit SCP-006 unterliegen strengster Überwachung. Im Falle eines direkten Körperkontakts mit SCP-006 ist der leitende Kommandant verpflichtet, das Verfahren 006XI12 einzuleiten, von dem das Personal unterrichtet wurde, damit es glaubt, dass dies eine gegenwärtige hohe Toxizität bedeutet und sie evakuiert werden müssen. Drittens. Jegliches Verfahren, in dem Flüssigkeiten von SCP-006 entnommen wird, muss von drei O5-Mitarbeitern genehmigt werden. Die Flüssigkeit wird in einem vierfach dichter Behälter transportiert und mit einer bewaffneten Eskorte beschützt. Viertens. Sobald das Personal Kontakt mit SCP-006 oder der Flüssigkeit von SCP-006 gerät, ist es sicherzustellen und zu terminieren. Sobald ausreichend Untersuchungen geführt wurden, aufgrund der Eigenschaften von SCP-006 ist die effektivste Terminierungsmethode Verbrennung. Für den ganzen Bericht siehe Ordner SCP-006-T05. Beschreibung. SCP-006 ist eine sehr kleine Quelle, die 60 Kilometer westlich von Astrakhan gelegen ist. Die Existenz von SCP-006 war der Foundation-Führung seit dem 19. Jahrhundert bekannt. Allerdings konnten sie aus politischen Gründen erst 1991 sichern. Es wurde am Ort der Quelle eine Chemiefabrik als Tarnung mit einem Großteil der Arbeiter unter der Leitung der Foundation und oder Russland errichtet. Die von der Quelle angegebene Flüssigkeit wurde 1902 chemisch als einfaches Mineralwasser identifiziert, besitzt jedoch ungewöhnliche Eigenschaften der Gesundheit. Die Nahrungsaufnahme von der Flüssigkeit hat folgende Auswirkungen auf menschliche Wesen. Die Fähigkeit der Regeneration von DNS, welche durch ausreichende Vervielfältigung beschädigt wurde, erhöhte Erregung von Zelldublikation, stark verbesserte Fähigkeiten zur Reparatur von beschädigten Gewebe und ein beängstigender Anstieg in der Effektivität des menschlichen Immunsystems. Um es kurz zusammenzufassen, man kann jegliche Verletzungen sehr, sehr, sehr schnell regenerieren. Bei Verwendung der Flüssigkeit auf tierische Subjekte wurden feindliche Bakterien und virale Erreger augenblicklich zerstört. Viele Reptilien und Vögel blieben ohne jegliche Veränderung, wobei die Flüssigkeit bei höheren Primaten die gleichen Effekte erzielt wie bei Menschen. Ja, das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen.